Ladies and Gentlemen, liebe Pelikaner, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TFLP hier. Euer Ding am Start. Wir sind auf dem Kollektorenschiff gelandet. Und wir werden die einfach jetzt alle auseinandernehmen. Wir werden alle hier wegzwiebeln. Wir werden das Kollektorenschiff bezwingen. Und siegreich sein. Vorsicht! Verstärkung im Anmarsch! Ja, wir auch. Habe Schilde verloren. Knallen die alle weg, soweit wir hier sind. Keine Chance gegen uns. Ja, ja, tötet die einfach, alles ist gut. Alles ist gut. Solange ihr wild seid. Es geht nicht weiter. Irgendwas blockiert das Rohr. Es sieht aus wie ein Tor oder sowas. Sehe ein Ventil in der Nähe. Das Tor ist offen. Rücke vor. That's goddamn right. Intervention ist notwendig. Ach, der Vorbote. Verschwinde! Sind dabei, Bitch. Fuck, oh nein, Prophet. Großartig. Die und ihre scheiß Käfer, ey. Ja, gleich, Alter. Ich muss sie hier erstmal töten, ey. Mach doch mal Karm, ey. Du denkst? Boah, voll gegaut. Mann. Ja, immer wieder. Wir gehen auch weiter. Schattenschlag. Macht so viel Damage. Sie sind nur Bakterien. Aber selbst ein übelster Käfer aus. Schlag ihn. Da hinten ist das Ventilchen, ja. Übernehme direkte Kontrolle. Bin dabei, Bitch. Eis bringt nix. Verschwinden! Ich dachte, Eis bringt was, Leute. Ich habe deine Grenzen. Sie. Ich habe keine Grenzen. Schon wieder? Habe ich das jetzt schon aufgemacht? Das habe ich schon gemacht. Okay, wir müssen ihr helfen. Los, hoch. Dabei, Bitch! Nein, das ist mein Tod! Nein! Geronimo! Fuck! Ich bin immer noch am Leben. Holy shit, das ist so knapp. Übernehme Kontrolle über diese Form. Habe ich ihn getroffen?
Let us see. Oh, ich muss das Ding aktivieren, Bitches. Ich weiß, dass sie das spielen. Den Schlag. Auf sie wartet die Auslöschung. I don't think so. Oh, ja, ja, ich bin dabei. Das nächste Ventil entfernen. Kommen. Siegerschwärme. Wir sind in Position. Sofort diese Tür öffnen. Bewegung, wir geben ihnen Deckung. Da stimmt was nicht, die Tür klemmt! Da kommen sie! Türen schließen! Sie klemmen! Sperrfeuer, geben Sie Feuerschutz, verdammt nochmal! Hi! Lol, voll der Headshot. Ich verliere hier mein ganzes Team innerhalb von 2 Folgen, ey. What the fuck is happening? Sieht aus wie einer der vermissten Kolonisten. That's damn right. Bitches. Hier drüben sind noch mehr. Hm. Oh Gott. Sie lebt noch. Die gehört zu uns. Dr. Chakwas, sind Sie okay? Oh, nee, die war so annoying, Alter. Warum ist sie nicht gestorben? Sie sind wegen uns zurückgekommen. Das hier ist keine Rettungsmission. Wir sind hier, um die Kollektoren aufzuhalten. Alles andere ist unwichtig. Für mich nicht. Wenn Sie nur ein paar Sekunden später gekommen wären. Ich will gar nicht daran denken. Die Kolonisten wurden verarbeitet. Diese Schwärme von kleinen Robotern, sie haben ihre Körper zu einer grauen Flüssigkeit eingeschmolzen und dann durch diese Schläuche gepumpt. Was immer die Kollektoren auch tun, es findet hier sein Ende. Wir hatten bereits Verluste. Hoffentlich bleiben uns genug Leute, um die Sache zu Ende zu bringen. Joker, können Sie unsere Position ermitteln? Jawohl, Commander. Die ganzen Schläuche führen in den Hauptkontrollraum direkt über Ihnen. Der Weg ist durch eine Sicherheitstür blockiert, aber es gibt eine weitere Kammer parallel zu der, in der Sie sich gerade befinden. Das würde ich nicht empfehlen. Die thermischen Signaturen weisen darauf hin, dass die Kammer voller Seeker-Schwärme ist. Mordins Gegenmaßnahme kann Sie gegen so viele auf einmal nicht schützen. Konventionelle Waffen sind da ziemlich nutzlos. Die werden uns zerfetzen. Vielleicht auch nicht. Ich könnte möglicherweise ein biotisches Feld generieren, das Sie auf Distanz hält. Ich kann uns nicht alle beschützen, aber ein kleines Team bringe ich durch, wenn alle direkt bei mir bleiben. Ich könnte das auch. Theoretisch ist jeder Biotiker dazu in der Lage. Shepard, wer soll das Feld aufrechterhalten? Ja, du nicht, Alter.
Samara und ich werden ein kleines Team durch die Seeker-Schwärme bringen. Die ist doch die stärkste, oder nicht? Der Rest von ihnen geht durch die Hauptpassage und lenkt den Feind ab. Wir öffnen die Sicherheitstüren von der anderen Seite und treffen uns dann dort. Die stirbt bestimmt Audi, Alter. Ablenkungsteam anführen? Ach, deine Mutter, Alter. Garrus, ey. Ich beschäftige die Verteidiger. Sie schleichen hinten vorbei. Was wird aus mir und dem Rest der Crew, Shepard? Ihr geht chillen. Wir sind nicht in der Verfassung zu kämpfen. Commander, wir haben wieder ausreichend Systeme online, um eine Abholung durchzuführen. Aber wir müssen bei ihrer vorherigen Position landen. Wir können es uns nicht leisten, zurückzugehen, Shepard. Jetzt nicht mehr. Miranda hat recht. Wir können auf niemanden verzichten. Sie müssen versuchen, es auf eigene Faust zurück zur Normandy zu schaffen. Ich verstehe. Viel Glück, Shepard. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Jeder hat seine Aufgabe. Los geht's. Let's do this. So, der ist tot, die ist auch tot. Wir verlieren das ganze fucking Team. Die ist dabei, bei uns. Dann nehmen wir die wieder mit. Ich hoffe, die stirbt mir noch nicht weg, ey. Das ist so viel. Ach, wir können noch jemanden mitnehmen. Ja, dann nehmen wir den Doktor oder nicht. Es geht los. Bleiben Sie in meiner Nähe, Commander. Verdammt, die Schwärme stören den Funkkontakt. Sind Sie bereit? Gehen wir, Commander. Ach so. Abrücken, ich dachte, sie soll jetzt gehen. Also weggehen, von wegen zurück, aber... Feind greift an! Übernehme direkte Kontrolle. Sie haben uns gesehen. Ah nein, das heißt, ich kann die eine nicht nutzen, weil die dann... Stupid. Schon unterwegs. That's fucked up. Das ist wahre Macht. Warte, kann ich die nutzen? Jetzt siehst du mich. Aus dieser Stellung heraus kann ich nicht kämpfen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken. Bin dabei. Die ist gestorben. Das anders machen. Das kommt jetzt gerade recht. Müsste das langsam locker flockig machen. Ohne Probleme. Sind die down? Down noch. Das heißt, wir werden uns langsam sehr süß vorarbeiten. Lass die Toten liegen, wo sie fallen. Ja, ja, eure Macht ist unvergleichlich. Richtig, Feuerchen. Einer ist erledigt. Alles frei. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken, Commander. Wir rücken vor. Es kann losgehen, Bitch. Commander. Okay, bist du wieder normal, Bitch. Feinde! Direkt vor uns! Oh nein! Wir haben Gesellschaft! Das sind die asozialsten Feinde. Möge das Licht euch verbrennen. Oh Gott, that's not good. Feindbeschuss. Gehe in Deckung. Sagen Sie mir, wenn Sie bereit sind. Jo, Digga. Ich gehe auch in Deckung. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Oh, er ist gestorben. Verschwinde! Sie können sich nicht widersetzen. Mein Schild ist nicht wieder Raum aus meiner Kontrolle. Digga, wir müssen den als letztes töten, diesen Spaß, da das hat keinen Sinn. Weil der übernimmt sowieso andauernd irgendeinen neuen Spaß.
Wo sind die anderen? Ich muss kurz healen, Bitch. Jetzt siehst du mich. Wir sterben nicht. Ich hab keine Muni mehr. Übernehme Kontrolle. Fuck, Alter, was soll ich machen? Verschwinde! Sie werden mich nicht aufhalten. Ich weiß, dass sie das spielen. Setze Verbrennungsdeck ein. Das tut ihnen weh. Alles frei. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken. Geht's abrücken. Wir brauchen Muni, Alter. Wir brauchen Muni. Muni ist important right now. Fucking important. Importante. Wir brauchen das ganze Zeug, was hier liegt. Bing. Yeah, man. Give me all your Muni. Bing. Ja, man. Guter Joss. Könnte ein richtiges Feuergefecht werden. Ich halte die Stellung, bis sie bereit zum Abzug sind. Mhm. Oh nein. Oh nein, nein, ich wollte sie nicht da. Da ist sie. Laufen wir einfach ins Feuer, das passt. Das passt gut. Die ist ja jetzt gestorben. Das ist sehr traurig. Die ist nicht gestorben. Aber die war kurz betäubt, glaube ich. Alles frei. Zieh mich zurück, Commander. Was heißt, ich ziehe mich zurück, Alter? Wir müssen angreifen. Wir brauchen Munition. Bing. Geh mal raus. Sie verlassen die Barriere. Hast du gesehen, wie gierig die Käfer waren? Ha? Mach mal keinen Heiß. Zur Seite mit euch. Ich halte durch. Normal. Ich kann. Du musst durchhalten. Das ist so eine lausige Barriere. Chill mal jetzt. Machen wir jetzt hier nicht so, als ob du hier, keine Ahnung, 150.000 Tonnen rumtragen musst. Ich sehe den Eingang. Wir müssen dorthin. Rasch. Ja, halt einfach das Ding aufrecht. Kommen wir noch zum Eingang in dieser Folge? Boah, da unten geht bestimmt gleich voll die Party. Kommen die denn jetzt her? Wir müssen hier wegschaffen, schnell! Also gut, weiter! Wir sind da, weiter so! Eilung, Shepard! That was nice. Ich höre, was ist Ihre Position? Sind in der Tür umzingelt und unter schwerem Beschuss. Wir kommen, halten Sie durch. Öffnen Sie die Tür. Na los! Tür versiegeln! Good job. Joker, sind Sie am Treffpunkt? Ich bin hier, aber Dr. Ch-
Chakwas und der Rest der Crew. Sie haben es nicht geschafft. Wir sollten dafür sorgen, dass sich das Opfer gelohnt hat. Edi, wie sieht unser nächster Schritt aus? In der Nähe müsste es einige Plattformen geben, über die Sie zur Hauptkontrollkonsole gelangen. Von dort aus können Sie das System überlasten und die Basis zerstören. Commander, Sie haben ein Problem. Vor der Tür sammelt sich eine gewaltige Anzahl Feinde. Wird nicht lang dauern, bis die zu Ihnen durchbrechen. Wir müssen fertig sein, bevor Sie durchkommen. Wählen Sie ein Team aus, das mit Ihnen geht. Und lassen Sie die anderen zur Verteidigung der Stellung hier. Das müsste Ihnen etwas Zeit verschaffen. Der Doktor kommt mit. Und die Diebin kommt mit. Immer, weil die coolsten sind. Bereit, Shepard. Ich auch. Möchte jemand noch was sagen, bevor wir loslegen? Worte sind bedeutungslos. Es gab Verluste. Und wenn der Verlust von Freunden nicht ausreicht, um Vergeltung zu üben, was machen wir dann überhaupt hier? Die Kollektoren erwischen ihre Ziele eiskalt. Sie schlagen zu und verschwinden wieder. Sie mögen mächtig sein, aber sie sind auch feige. Sie mussten nie direkt gegen die Besten von uns antreten. Gegen sie. Ich weiß nicht, ob der Feind Angst empfinden kann, aber verdammt, wir werden ihm Gelegenheit dazu bieten. Männliche Ansprache. Alles. So oder so, hier findet die Sache ihr Ende. Wir geben unser Bestes. Viel Glück, Shepard. Okay. Dann, in der nächsten Folge werden wir wieder weitergehen. Wir werden wieder bestimmt viele Leute aus unserem Team verlieren. Aber egal. Hauptsache wir leben. Das ist wichtig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.